Servus und was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush49 zurück bei Let's Play Pokémon Schwert und Schild. Ich dachte, wir beginnen mal mit dem Intro, dass man beim ersten Mal anspielen von Schwert und Schild ja nicht sehen kann. Das ist ja schon seit der 7. Generation so der Fall. Weil da wird man ja, wie ihr es sicher schon selber rausgefunden habt, erstmals vor die Wahl gestellt für die Sprache, die das Spiel haben sollte, und wie der Hauptcharakter, also der Protagonist, also wie der Protagonist oder die Protagonistin aussehen sollte. Okay, an sich finde ich ja jetzt das Intro leider nicht so beeindruckend. Da wird einem nur die Arena gezeigt, also das Stadion der Arena gezeigt. Oder ist es das Stadion der... Oder ist es der Stadion des Champion-Turniers? Keine Ahnung. Na jedenfalls... wird es Zeit, dass wir weitermachen. Wir haben ja aufgehört am Anfang der Route 2, weil wir befinden uns ja noch auf dem Weg zur Professorin. Letzten Part haben wir noch unsere Zeit damit verbracht, einen schönen Haufen Pokémon zu catchen. Und ja, ich glaube, wir werden jetzt ein weiteres Mal gegen unseren Rivalen Hopp antreten. Deswegen, ja, legen wir los. Hey, Victor! Yo? Sag mal, weißt du überhaupt schon, wie man fängt, falls ich der Kleinste... Oh, was? Da wird einfach mal unterbrochen und Delion erklärt mir, wie man Pokémon fängt, oder was? Was nicht, erklär ich's dir! Wer einen Pokédex füllen will, sollte schließlich auch wissen, wie man Pokémon fängt. Das weiß ich schon längst. Ich habe ja gehört, man soll das Tutorial überspringen können dafür. Delion? Oh. Wie ich sehe, hast du bereits Pokémon gefangen. Gute Arbeit, Victor. Pokébälle hat dir bestimmt deine Mutter geschenkt. Ja, ich habe auch erst zu spät gemerkt, dass ich schon Pokébälle habe. Letzten Part, weil ich dachte, die muss ich vorher noch kaufen. Ich weiß nicht mehr, wann ich welche nochmal bekommen habe. Ist mir wahrscheinlich nicht aufgefallen wegen meines Aufmerksamkeitsdefizits. Hier habt ihr ein paar Pokébälle. Verspricht mir, dass er fleißig Pokémon fängt. In der Gegend kommen einem die Pokémon ja praktisch in die Arme gelaufen. Es ist fast so, als suchten sie alle einen neuen Trainer. 20! Yay! Wenn ein Pokémon fangt, bekommt euer Team dafür übrigens auch Erfahrungspunkte. Stellt euch allen Trainern, die ihr unterwegs trefft, um euer Teams zu trainieren. Als Champ bin ich schon sehr gespannt, welche Pokémon ihr euch aussuchen werdet. Was nur ab? Ich werde 0, nichts das allerbeste Team der Welt besser haben. Der Professorin wird den Mund verstauen, gar nicht mehr zukriegen. Okay. So, ich bin mal gespannt, was denn hier für Pokémon auftreten werden. Gut, dann schauen wir mal hier. Okay, das haben wir bereits, das Insekt. Bei einem hohen Gras sollen auch Pokémon auftreten, die hier gar nicht aufploppen. Sprich, das macht die Random Encounter noch interessanter. Ja, das habe ich ja zum Beispiel bei Marbula und bei den Sensekt gemerkt. Weil das ist vorher bislang noch gar nicht aufgetaucht. Klar, könnte vielleicht den Setten vorkommen. Komm schon, lass mich fliehen. Könnte vielleicht vorkommen, vielleicht ist es auch, liegt es auch, lag es auch nur daran, weil das Pokémon selten ist. Sorry. Rügler. So ist eine Unlichtattacke. Das ist aber keine Animation. Da hüpft es nur kurz und dann kommt diese Raufanimation. Okay, das ist so eine Mehrfachtrefferattacke. Wow, habe ich echt ein Schwein? Hä, was? Man kann sogar mehr als 5 Mal treffen? What the hell? Oh. Oh, shoot. Da heile ich am besten. Dafür habe ich ja genug Tränke mir gekauft. Nee, also was ich sagen wollte,
bezüglich der Pokémon. Könnte es sein, dass die vielleicht im seltenen Fall auch auftauchen sollten, aber ich vermute, dass es wirklich, ich bin mal, ich könnte vermuten, dass hier... dass auch einige der seltenen Pokémon auch in einem ziemlich seltenen Fall auch außerhalb des hohen Grases auftreten könnten. Wow, und hab ich ernsthaft schon wieder 6-mal getroffen? What the hell? Nice, es erlernt Biss. Aber okay. Ich dachte schon, es wird mir jetzt ja, wie man Pokémon fängt. Aber anscheinend, wenn ich schon welche gefangen habe, heißt das, dass ich... heißt das wohl, dass ich das Tutorial praktisch damit übersprungen habe. Ja, bin ich froh, dass das möglich ist. Oh! Hey! Ein wildes Voldy! Na, das hole ich mir aber. Ein Elektro-Pokémon, Kann Prügler wirklich immer wieder 6-mal treffen oder habe ich da jedes Mal nur Glück gehabt? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, ich habe jedes Mal Glück. Oder was? Autsch! Ja, Crit, ist klar. Und eine Paralyse, ja moin! Hat das Vieh auch noch mal Glück gehabt? Okay, jetzt noch einen Trank verwenden, weil... will nicht, dass mein Pokémon hier drauf geht. Soll er fleißig trainiert werden? Ich will jetzt nicht nochmal paralysieren. Ist das zu fassen? Warum muss ich nur so ein Pech haben? Wehe, wenn es nochmal paralysiert. Hä? Wird es immer bei Wangenrubbler so hundertprozentig paralysiert oder was soll die Scheiße? Warum habe ich jedes Mal so ein Pech? Okay. Oh nein, bitte besiege es jetzt nicht, weil das will ich ja noch fangen, das Vieh. Warum? Okay, das reicht. So, jetzt aber. Okay, ich hoffe, der Ball wirkt auch gleich. So. Bitte nur die Meldung wegkriegen. So. Pokéball, los! Okay. Yes! Wir haben einen Voldy! Wow, nicht schlecht, 55. So. Ich glaube, das könnte ich meinem Team lassen, weil ein Elektro-Pokémon... Schauen wir mal. Voldy, das Welpen-Pokémon im Austausch gegen Leckerlis, hilft dieser kleine vielfraßen Menschen bei der Arbeit. Beim Rennen wird es von knisternder Elektrizität umhüllt. So, aber welches Pokémon fällt dafür jetzt aus? Ich würde sagen Raffel, weil es ist ja halt praktisch nur das Zickzacks hier. Deswegen lassen wir das mal. Und ich habe immerhin jetzt mein Elektro-Pokémon. So, jetzt mal zurück ins Pokémon Center. Und ich glaube, ich gucke nochmal zur anderen Route zurück und versuche noch ein
Marbula einzufangen, weil... Vielleicht gibt's dafür was Besonderes, wenn ich dieses empfohlene Pokémon, diesen vom Pokédex empfohlene Pokémon auch noch anfangen werde. Das will ich so gerne mal herausfinden. Ob es dafür was gibt. Weil wie gesagt, ich habe das Ziel nämlich vor, so ziemlich jedes, so viele von den neuen Pokémon wie nur möglich zu fangen, beziehungsweise von Pokémon, die vorkommen. So. Komm mal her, du. Hab dich. Nee, leider Pech gehabt, ist wieder nur ein Sensekt. Aber ich krieg das Vieh noch. War ein Hut-Hut! Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Aber okay. Ich nehme, was ich kriegen kann. Ruckzuckieb. Willst du dich lieber auf Heule, Rügler setzen. Ich sollte mir aber vielleicht auch die Attacken-Info ansehen, weil dann kann ich feststellen, dass wirklich darauf ausgelegt ist, dass es 6-mal treffen kann, die Attacke. Und ein oder zwei der Treffer könnten sogar als Volltreffer ausharten. Alle die Flug-Pokémon? Ja, schon von vornherein Piekser, das soll wohl wirklich Schnabel ersetzen. Okay, probieren wir jetzt schon mal einen Pokéball. Ist zwar jetzt nur gelber Bereich, aber komm. Es ist ja nur ein Hut-Hut, ne? Yes! Oh yes, baby! Hut-Hut, das Eulen-Pokémon. Es stößt immer zugleich Uhrzeit seinen Ruf aus. Einige Trainer nehmen es deswegen statt einer Armbanduhr mit. Wahrscheinlich wegen den seltsamen Augenwimpern oder was das auch immer darstellen soll. Auf jeden Fall sieht das aus wie Uhrzeiger. Die können also praktisch als Uhr wirken. Und da ist es! Marbula! Nice! So. Oh, Monsters-Pokémon. Schon ein interessanter Angriff, dieser Prügler. Am Ende mache ich auch wirklich mehr Schaden, obwohl es kein Volltreffer ist. Ich muss mir wirklich diese Attacke mal angucken. Das ist durchaus interessant hier. Der Anwärter greift zusammen mit allen Mitgliedern seines Teams Ziel an. Je mehr Pokémon sich im Team befinden, desto... Oh! Oh, die Stärke ist unbekannt. Das ist wirklich interessant. Es hängt von der Anzahl der Teammitglieder ab, diese Attacke. Das ist vielleicht cool. So, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Crit, weil sonst könnte ich das Vieh damit töten. Aber das ist schon ein wirklich interessanter Move. Das muss ich so sagen. Okay, jetzt habe ich wieder weniger Schaden gemacht. Warum hängt denn bitte die Stärke da ab? Was soll's? So, jetzt kriege ich auch endlich. Aber ein Donarion werde ich mir jetzt wieder nicht züchten. Und ich habe ja schon mit Voldi ein Elektro-Pokémon. So. Level 7. Marbula, das Larven-Pokémon, mit seinem großen Kiefer krebte sich in seinen Bau im Waldboden. Zu seinen Leibspeisen gehört süßer Baumsaft. So. Jetzt gucken wir mal. Ha, es gibt keine Belohnung mehr? Was? War das jetzt nur ein Event für eine bestimmte Zeit?
gut, was soll's. So, ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alle Pokémon, die hier vorkommen, gefangen. Und das ist schon wirklich ein ziemlicher Haufen, ne? Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Pokédex hier angeblich nur an die 400 Pokémon enthält, sind ja schon sehr viele Arten aufgetreten in der ersten Route. Also entweder ist dann die Region doch nicht so groß, also auch nicht recht, nicht so wirklich groß, oder die Vielzahl der Pokémon erhöht sich dann mit der Zeit nicht so gar, nicht so wirklich. Man bekommt von vornherein sehr viele Pokémon zur Auswahl und dann erhöht sich die Vielzahl neuer Pokémon nur recht langsam. Aber das ist jetzt nur eine vage Vermutung von mir. So, es wird Zeit, dass wir uns endlich zur Professorin begeben. Wir haben jetzt genug Zeit, hier verplempert mit dem Fangen der Pokémon. Und ich schlage vor, wir setzen jetzt mal Voldy nach vorne. Wenn Elektro-Pokémon zu haben, könnte vom Vorteil sein. Schauen wir mal. Wie ist überhaupt sein Wesen? Au, Spezialangriff ist... Ah, shit. Das finde ich schon schade, ey. Weil ich glaube, es sollte auch eher auf Ich glaube, es sollte auch eher auf Spezialangriffe ausgelegt sein. Beziehungsweise seine Attacken. Ist überhaupt ein Wangenrubbler? Sag mal. Ah, das ist ein physischer Angriff. Okay, so gibt's ihn. Das Ziel wird paralysiert. Oh mein Gott, also es ist eine garantierte Paralyse. Das ist schon hardcore. Oh gut. Muss es Sinn ergeben. Oh, was? Was ist denn da davon gelaufen? Warte mal, was ist das denn hier? Kamehubs? Das ist die Vorstufe von diesem Schildkröten-Pokémon, das ich von vornherein gesehen habe. Also von vornherein in den ersten Trailern sehen durfte. Ey, krass. Also dann hätten wir auch unser erstes Wasser-Pokémon. Für wen sind... Aber welches Pokémon wird denn jetzt dafür ersetzt? Ich meine, das wird jetzt bestimmt auch kein Teammitglied, aber... Oh! Alter, Alter! Chill! So, das passt perfekt hier. Boah, aber wen tausche ich jetzt dafür aus? Ich behalte das mal im Hinterkopf, oder sollte ich dafür Sensekt raus tun? Ich weiß nicht. Kamehubs, der Schnapp-Pokémon. In Kampf greift er mit seinem Steinhorn seinen Kopf an, schreit der Gegner zurück, schnappt es zu und lässt nicht wieder los. Ja komm, Sensekt ist auch nur ein Käfer-Pokémon. Aber es ist wirklich schwer, sich jetzt zu entscheiden, welche Pokémon man reintut. Vielleicht werde ich Sensekt aber auch in den Hinterkopf behalten, da es ja auch zusätzliche EP bekommt, also 50% jeweils, dann... Was liegt denn da von mir? Ach so, ich sehe schon. Na gut, ich schlag vor. Oh, der erste Trainer. Wow, nur noch ein KP hatte das Vieh übrig. Ich lasse Kamehubs hier im Team. Fürs Erste. Wie gesagt, es wird sich dann noch zusammen überlegt, was für ein... Ach so!
Das ist ein Item, das Lavita triggern kann. Okay. Habe ich jetzt nicht gewusst, weil... Ja, ich wusste jetzt nicht, auf welche Art und Weise wir Lavita triggern könnten. So. Alter, ist der Part wirklich schon so lang? Ich bin jetzt schon so vertieft in das Spiel, dass das gar nicht aufgefallen ist. Na gut, dann verschwende ich jetzt keine Zeit mehr hier, sondern begebe mich gleich zum ersten Trainerkampf. Ein Teenager. Müssen wir auch mal meinen Kamm-Hubs mal unter die Lupe nehmen. Es hat einen abgeschwächten physischen Angriff. Ah, nicht gut. Dafür ist seine Initiative besser. Und es beherrscht auch schon von vornherein Aquaknarre. Ich glaube, ich lasse Voldi vorne. Fürs Erste. So, fordern wir mal unseren ersten Trainer raus. Hallo? Wer hat sich die Blicke von zwei Pokémon-Trainern treffen gehört, sich einfach zu kämpfen. Das ist mir klar. Knirps. Und er kommt gleich mit Raffel. Also los, Voldi! Ah, auch schon Level 6. Wangenruppler! So, wenn das Vieh mal paralysiert ist, habe ich umso mehr Chancen, es habe ich, komme ich dann immer zuerst dran und komme dann besser gegen das Vieh zurecht. Shit, das kommt mir auch mit Rutenschlag. Aber ich habe das extra gemacht, um seine Verteidigung abzuschwächen, damit ich mehr Schaden zufügen kann. Oh shit. Das ist mir fast schon zu riskant hier. Lass ihn gleich einen Trank einsetzen. Mit etwas Glück setze ich mal die Paralyse durch hier. Das ist echt übel gerade. Ich hätte ihm vielleicht eine Sinnelbeere geben sollen. Alter, das Vieh könnte mich doch one-shotten. Oh shit. Oh shit. Ah, Crit auch noch. Boah. Okay, was soll's, dann wechsle ich mal zu Volley. Oder zu Kamhubs? Ich würde sagen... Ja, Kamhubs. Ich kann sich Kamhubs besser durchsetzen. Oh ja, Paralyse wirkt. Sehr schön. Aquaknarre! Nicht schlecht. Jawohl! So gut wie down. Und das wär's. Yes. Ich kann einfach wegsehen, wenn mein stärker Trainer über den Weg, läuft. Wenn du keine Lust auf Kämpfer hast, solltest du den Blick anderer Trainer aus dem Weg gehen. Das ist mir schon klar. Nur bei dir konnte ich nicht aus dem Weg gehen. So. Okay. Oh, zwei Tränke. Da oben ist auch noch ein Item. Tipps für Trainer. Pokémon halten für gewonnene Kämpfe Erfahrungspunkte und wenden so stärker einen an. Weg, um Erfahrungspunkte zu kommen, besteht daran, Pokémon zu fangen. Ja. Oder diese diese neuen Sonderbonbon-Arten zu verwenden, von denen ich auch schon gehört habe. Aber zu denen kommen wir später. So, drei weitere Pokébälle, nice! So, was bist du denn? Ach so, das ist nur ein weiteres, Raffel.
Konnte ich jetzt gerade nicht erkennen. Level 7 bereits. Ach komm! Lass mich doch fliehen, bitte. Shit. Jetzt musste mein Raffel unnötig Schaden nehmen. Mein Voldi, mein Gott. Ich einfach die ganze Zeit die Namen verwechsle. So. Die nächste Trainerin, eine Göre, nehme ich mal an. Wer niedlich ist stark. Und wer stark ist, ist auch niedlich. Das ist mein Motto. Wie du meinst, Göre Maya. Oh! Ha! Da habe ich gleich einen Typenvorteil. Dann mal los. Oh. Dafür ist das Vieh erstmals noch schneller. Hm. Erstmals. Aber jetzt kommt mein Wangerupplein ins Spiel. Mit etwas Training kann ich aus meinem Volti wirklich noch einen guten Kämpfer machen. Ist aber dumm, dass der Spezialangriff abgesenkt wird, aber... Naja. Es gibt ja dann noch diese Bonbons, die das Wesen ändern könnten. Nur wann die vorkommen, das ist die Frage. Werden wir dann schon sehen. So, noch ein Tackle zum Abschluss und das war's. Yes. Oh yeah. Vielleicht sollte ich mal darüber denken, das war auf jeden Fall keine starke Leistung. Hm. Pokémon gehören verschiedenen Typen an. Feuer ist sehr effektiv gegen Pflanze, Pflanze ist sehr effektiv gegen Wasser und Wasser effektiv gegen Feuer. Wenn du ein starker Trainer werden willst, solltest du das hinter die Ohren schreiben. Ja, das ist mir schon klar. Aber wozu sagt man das, wenn das eh angezeigt wird? So, oh, da ist noch ein Knirps. Gegen Hopp hatte ich keine Chance, aber dich kann ich bestimmt besiegen. Hm. Sei mal nicht so übermütig, Junge. So, der hat einen Zen-Sekt. Hm. Okay, nochmal Wangenrubbler hier. Ja, zum Glück habe ich keinen, setze ich keine Spezialattacken aktuell ein. Jetzt sollte ich auch mal Routenschlag dazwischen einsetzen. Die Defensive muss ja mal abgeschwächt werden, damit ich nicht so viele Treffer hinlegen muss, um das Vieh endlich mal down zu kriegen. So, noch ein weiterer Routenschlag und dann mal drauf los hauen. Also können wir drauf hauen wie sonst was. Mal Wangenrubbler hier. Hm. So, ich hoffe, der Tackle wird ausreichen. Und fort mit dir. Yes. 29 nur? Das ist aber ein bisschen schwach. Clownwetzer. Oh, der hat noch ein Pokémon, ein Kleptifuchs. Ja, okay. Dann überlasse ich das jetzt mal. Kamehubs. das ist schon härter, der Bursche. Meine Attacken sind stärker. Schau nun, dass ich noch keine Attacke habe, um die gegnerischen Attacken abzuschwächen oder wenigstens die Verteidigung, Spezialverteidigung. So könnte ich umso härter draufhauen. Zumindest ist es mit Kamehubs. Vor den Kamehubs.
wenn man das PS rauslässt, könnte man schon fast eine Anspielung an Kamehameha feststellen darauf. Sehr schön. Auch Clownwetzer. Ich verliere wirklich gegen jeden, egal ob gegen wilde Pokémon oder andere Trainer. Dann musst du noch ein bisschen trainieren hier. Deine Pokémon müssen noch viel stärker werden. Hilf dir fleißig kämpfen, damit sie möglichst viele Erfahrungspunkte sammeln. Genau, so sieht's aus. Zur Sicherheit gebe ich jetzt meinem Pokémon noch einen Trank, weil könnte sein, dass wir jetzt gegen Hopp antreten werden. Oder wir werden gleich uns mit der Professorin auseinandersetzen. Beziehungsweise auseinandersetzen, was sag ich denn? Wenn wir, beziehungsweise werden gleich ein Pläuschen mit der Professorin abhalten. Schau mal da! Ist die Professorin! Was macht die Arbeit, Professorin? Wie ich sie kenne, haben sie inzwischen alle Geheimnisse des Dynamax-Phänomens gelüftet. Ha! Ich fürchte, davon bin ich noch weit entfernt. Dynamax ist immer noch ein großes Rätsel. Ach, wenn ich nur endlich meine Enkelin dazu bewegen könnte, das Projekt zu übernehmen. Wenn man an die früheren Professoren denkt, die waren alle noch recht jung, so an die 20, 30. Also seit der sechsten Gen... Also seit... Nein, ein bisschen. Seit der fünften Gen... Sechste, siebte... Ja. Und jetzt haben wir mal wieder eine ältere Professorin. Aber zugegebenermaßen, wir hatten nie eine ältere weibliche Professorin, also... ja, ist das auch mal eine willkommene Abwechslung. Oh, wie unhöflich von mir. Ich habe gar nicht bemerkt, dass wir Besuch haben. Guten Tag, Magnolika. Willkommen auf einem bescheidenen Anwesen, junge Trainer. Ich bin Professor Magnolika. Kommt nur herein. Was sehe ich da, Hopp? Dein Wolli hat der Gesellschaft bekommen. Wie schön. Und du musst Victor sein. Meine Enkelin Sanya hat dir einen Pokédex zukommen lassen, nicht wahr? Jetzt liegt es an dir, ihn zu vervollständigen. Victor, das Dynamax-Phänomen ist dir doch sicher ein Begriff, oder? Professor Magnolika erforscht dieses Mysterium nun schon seit einiger Zeit. Erst wenn wir alles darüber wissen, werden wir das Potenzial von Dynamax vollständig ausschöpfen können. Ach, das ist mal wieder typisch Delion. Pokémon hier, Dynamax da. Muss sich jedes Gespräch um Pokémon drehen? Schau doch mal ein wenig über den Tellerrand und erweitere deinen Horizont. Da wäre zum Beispiel Tee. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele verschiedene Teesorten es auf der Welt gibt. Überaus faszinierend. Es ist ja auch ein Klischee, dass in Großbritannien am liebsten Tee getrunken wird. Ich meine, hätte es mich schon gewundert, dass sie nicht dieses Klischee auch noch hier an eine Großbritannien angehauchte Region mit reinbringen. Entschuldigen Sie, Professorin, aber könnten Sie uns einen Gefallen tun? Sagen Sie meinem Bruder doch mal, dass er uns einen Empfehlungsbrief für die Arena-Challenge geben soll, denn brauchen wir, um uns für die Teilnahme zu qualifizieren. Was höre ich da? Willst du etwa nicht, dass Sie daran teilnehmen, Delion? Hopp und Victor sind vor kurzem zu Pokémon-Trainer geworden. Sie sind einfach noch zu unerfahren. Ach so, aber war es nicht auch dein Traum, dass aus Galle irgendwann einmal die Region mit den stärksten Trainern der Welt wird? Da haben sie natürlich recht. Das war auch der Grund, warum ich mich überhaupt dazu entschieden hatte, den beiden ein Pokémon zu schenken. Na schön, ihr sollt eure Empfehlungsbriefe haben, aber nur unter einer Bedingung. Ich will, dass ihr kämpft. Ich will, dass ihr einen Kampf zeigt, nachdem gar nichts anderes übrig bleibt, als euch für die Arena-Challenge zu empfehlen. Aber vorher mache ich natürlich auch eure Pokémon fit. Ja, da hätte ich mir die Tränke wieder sparen können. Oh, coole Sache. Victor, ich warte draußen auf dich. Ja, aber wir werden dann im nächsten Part gegen Hopp ein weiteres Mal antreten und
Ja, wie immer, wenn es zu gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar auch nicht hinterlassen. Eure Meinung zum Part und zu den aktuellen Ereignissen im Spiel. Und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crushwood Wicked hinein. Bis nächsten Part von Let's Play Pokémon Schwert und Schild. Also auf Wiedersehen und Tschüsschen, Leute!